Bin ich tot? Du bist im Koma. Dann ist das alles nur ein Traum? Es sind Erinnerungen. Jeder Mensch, der ins Koma fällt, gelangt an denselben Ort. Hierher. Im Koma entwickeln einige Menschen beachtliche Fähigkeiten. Um diese Fähigkeiten zu entfachen, brauchen sie einen Impuls. Sie müssen in Gefahr gebracht werden. Lass mal sehen, was deine Fähigkeit ist. Der Mann da oben auf dem Balkon, ist er der Anführer? Er hat uns beigebracht, wie man hier überlebt. Wir sind aus einem Grund hier. Jeder, der hier ist, hat es in der Realität nicht geschafft. Sie hatten keine Zukunft in ihrer Welt. Habt ihr es immer noch nicht geschnallt? Ich hab hier das Kommando, ist das klar? Wenn diese Welt aus Erinnerungen besteht, wie kommen die dann hierher? Entdeckung! Irgendwo hier gibt es eine Insel, die frei von diesen Reapern ist. Wir sind permanent auf der Suche nach Leuten, die uns dabei helfen, diese Insel zu finden. Ist das jetzt mein Leben? Dort konnte ich nicht mit demjenigen zusammen sein, mit dem ich es wollte. Hier aber schon. Diese Welt würde nie etwas Ungewöhnliches würdigen. Egal, wie großartig es wäre. Wofür braucht man dann noch die Realität? Wir müssen aufwachen. Du darfst nicht aufwachen, verstanden? Du bist jetzt hier im Koma. Daran kannst du nichts ändern. Das Leben im Koma ist genauso real. Lass sie ja nicht los, hörst du? Ich bin soweit. Was genau haben Sie gefühlt, als Sie erfuhren, dass das Shuttle abgestürzt ist? Ich wurde ohnmächtig. Sie haben mich gerettet. Und dann, nachdem Sie erfahren haben, dass Ihre Freundin tot ist? An was würden Sie denken, wenn eine Ihnen nahestehende Person verstorben ist? Was Sie aber nicht daran gehindert hat, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Sie wissen nichts über ihn. Julia, kommen wir zur letzten Frage. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Ihnen all das tatsächlich passiert ist? Muss ich die Frage beantworten? Was machst du hier in Somerville? Ehrlich gesagt, meine Mutter sagt zwar nicht, aber wir sind komplett pleite. Und das Einzige, was uns noch bleibt, ist dieses unheimliche alte Farmhaus mitten in der Pampa, das uns Großvater vermacht hat. Oh mein Gott, das ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Habe ich im Wohnzimmer gefunden. Wow, eine Mörderreplika. Replika wovon? Einer Geisterfalle? Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren. New York in den 80ern? Wie bei The Walking Dead. Hat dein Vater dir nie was davon erzählt? Gib nur meine Mutter. Mein Großvater ist gestorben. Meine Mutter sagt, wir sind nur hier, um seine Sachen auszumisten. Moment mal. Wer bist du? Nenne es Schicksal. Nenne es Glück. Ich glaube, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht. Komm schon, Schätzchen.
Ein ausfahrbarer Schießsitz? Oh mein Gott! Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ich werde dir eine Reihe von Fragen stellen. Bitte antworte wahrheitsgemäß. Hast du jemals jemanden verletzt? Ja. Hast du jemals etwas erlebt, von dem du sagen würdest, es war nicht normal? Ja. Letzte Frage. Weißt du, was Mutanten sind? Wusstest du, dass Klapperschlangenbabys gefährlicher sind als Ausgewachsene? Sie wissen noch nicht genau, wie viel Gift sie absondern müssen. Ihr alle seid gefährlich. Deshalb seid ihr hier. Krankenhaus. Das ist ein Horrorhaus. Du hast viel durchgemacht. Schlaf dich aus. New Mutants. Bin ich hier. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie wurden getötet. Hier bei AST bauen wir den wichtigsten Aktivposten des US-Militärs wieder auf. Soldaten wie Sie. Sie sind der Erste, den wir erfolgreich zurückholen konnten. Aber verbessert, weiterentwickelt. Mit der Technologie in Ihren Adern haben Sie eine Armee im Körper. Sie macht Sie nicht nur stärker, sie heilt Sie auf der Stelle. Heilige Scheiße. Sagen Sie, können Sie sich noch an was erinnern? Gina. Wo gehst du hin? Ich habe da noch eine Rechnung offen. Ich werde den Mörder meiner Frau finden und ihn töten. In Ordnung, schaltet ihn ab! Und Sequenz starten. Okay, wer ist das nächste Ziel für die Eliminierung? Kenne ich euch? Ich denke nicht. Die haben dich manipuliert. Was du für Realität hältst, ist manchmal keine. Sequenz starten. Sie können mich nicht für immer kontrollieren. Sind Sie sich da sicher? Drache macht aus einem Mann wie Ihnen etwas Außergewöhnliches. Sie wissen nichts über Männer wie mich. Oh, das ist nicht gut. Als Adrians Nachlassverwalter bin ich verpflichtet, eine Erklärung vorzulesen. Cecilia. Obwohl unsere Beziehung alles andere als perfekt war, dachte ich, dass du mit mir reden würdest, anstatt wegzulaufen. Ist alles okay? Mach die Tür auf! Was ist mit ihm passiert? Pulsadern aufgeschnitten. Seinem Testament entsprechend bekommst du 5 Millionen Dollar. Das Kleingedruckte verbietet dir aber, ein Verbrechen zu begehen oder für unzurechnungsfähig erklärt zu werden. Das ergibt doch keinen Sinn. Was? Adrian würde sich nicht umbringen. Hör zu, du bekommst deine Freiheit zurück, okay? Lass nicht zu, dass er dich verfolgt. Hallo?
habe Angst. Du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Er war ein Soziopath, der immer die Kontrolle haben musste. Über alles. Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und er würde direkt zu mir kommen. Und ich würde ihn nicht kommen sehen. Alles okay? In diesem Sessel sitzt einer. Ich habe etwas gefunden, das beweisen kann, was ich hier durchmache. Du brauchst Hilfe. Adrian ist tot. Ich war in seinem Haus. Er ist nicht tot. Ich habe einen Haufen Asche in einer Schachtel, der dir widersprechen würde. Dein Bruder hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Das Einzige, was noch brillanter ist, als etwas zu erfinden, das einen unsichtbar macht, ist ein Weg zu finden, dich zu quälen, sogar nach dem Tod. Adrian war ein Genie darin, andere zu manipulieren. Kommen Sie nicht näher! Hey! Ich bin nicht verrückt! Bitte hören Sie mir zu! Sie sagen, die Person, die versucht, Sie zu töten, ist gerade in diesem Raum. Aber wir können ihn nicht sehen. Er hört zu. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich! Komm schon! Tu es! Da bist du. Hören Sie genau zu. Sie sind jetzt 5000 Meilen vom Festland entfernt. Und sie sinken 7 Meilen tief auf den Grund des Ozeans. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Los geht's. Also, ziehen wir das durch, ziehen wir es durch! Skala von 1 bis 10. Wie groß ist der Schaden? 10. Wir sind bis zum Meeresgrund vorgedrungen und wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir müssen zur Station. Und wie kommen wir dahin? Wir laufen. Wir sollen laufen, ohne ausreichend Sauerstoff, über den Grund des Ozeans? Wir wissen nicht, was da draußen ist. Mieseste Idee ever! Was war das? Lichter ausschalten. Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Etwas verfolgt uns. Underwater. Es zieht mich unter Wasser! Demnächst nur im Kino.